Schönen guten Tag, ich freue mich, dass ihr wieder unseren Kanal eingeschaltet habt. So wie ihr seht, habe ich ja wieder so einige Zutaten da. Ich möchte gerne Bananentorte machen. Meine Bananentorte besteht aus einem fertig gekauften Biskuitboden, so habe ich das gelernt, übernommen von meiner Mutter. Wie gesagt, Bananen. Es wird ein normaler Pudding dazu gekocht. Dazu brauche ich, der Pudding wird dann, wenn er fertig ist, geteilt. Dann brauche ich etwas Kakao, Milch. Messbecher, einen Topf und etwas Zucker. So. Wie gesagt, anfangs brauche ich ja den Pudding und das ist ja das. Der muss etwas abkühlen, weil stimmt, ich habe noch vergessen, in den Pudding kommt ja nachher noch ein Stückchen Butter rein. Also wenn wir schon Kalorien nehmen, dann nehmen wir das richtig. Meinen Pudding koche ich immer mit einem kleinen Ansatz Wasser und das hat diese Bewandtnis, dass der Pudding nicht anbrennt, weil zu DDR-Zeiten hatten wir immer einen Milchtopf. Der wurde an der Seite das Wasser reingeschüttet und wenn der Topf gepfiffen hat, dann war das gut gewesen und dann konnte man ohne Bedenken seine Puddingware wie auch immer einrühren. Bitte? Oh, die Milch, die ist am Kochen. Das heißt, ich schütte jetzt hier ganz vorsichtig mein Puddingpulver rein. Natürlich hätte ich jetzt auch selber den Pudding machen können, aber ich muss euch sagen, ich war heute ein bisschen faul. Ich habe zu dieser Tüte gegriffen und es soll ja auch schnell gehen, weil die Kinder wollen ja die Bananentorte essen. So, jetzt warte ich, bis das schön aufgekocht hat. Dann muss der Pudding abkühlen und wenn er etwas lauwarm ist, dann kommt die Butter rein und dann sehen wir uns wieder. Bis denn. Der Pudding, der ist etwas abgekühlt und ich habe hier so drei so eine kleinen Stückchen Butter mit drin. Werde das jetzt hier schön runterrühren, weil wie gesagt, so habe ich das gelernt, so lieben es meine Kinder. Und ich werde mal gucken, ob ich noch etwas mehr rein machen werde von der Butter, weil es hängt von der Cremigkeit ab des Puddings. Wenn der richtig schön cremig geworden ist, dann war es das. Ansonsten würde ich noch etwas mehr Butter reinmachen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Ist ja auch noch nicht ganz verrührt miteinander. Ja, diese Bananentorte, die gibt es bei uns zu gewissen Anlässen, sei es jetzt zum Geburtstag, wie jetzt in diesem Fall. Oder zu Weihnachten oder zu Ostern. Aber diese Torte sollte denn auch im Großen und Ganzen auch sehr schnell verzehrt werden. Ist aber bei uns nicht, brauchen wir ja keine Angst haben, weil es trocknet zu sehr aus, der Pudding, und die Banane wird dann so braun und das sieht dann auch nicht mehr schön aus. Also wenn man Appetit darauf hat, so wie wir, dann wird die an einem Tag gemacht, verspeist und dann ist alles gut. Wir sind ganz fleißig bei unserer Bananentorte. Das heißt, der erste Boden, der wurde ganz lieb mit Pudding beschmiert und mit geschnittenen Bananenscheiben belegt. Und das wird so gemacht, dass diese ganze untere Hälfte mit Bananen belegt ist. Und da das ja ein bisschen dauert, sehen wir uns gleich wieder. Die erste Schicht ist schon fast fertig. Normalerweise mache ich noch mal Pudding hoch, aber auf Wunsch einzelner Leute, quasi meiner Enkel, werde ich jetzt hier versuchen, ein bisschen Sprühsahne hochzumachen. So, jetzt darf meine liebreizende Enkeltochter schön die Sahne auf den Bananen verteilen. Haben wir fein rüber geschmiert, ne? Schön versucht, die Lücken so ein bisschen zu verschließen. Als nächstes kommt die nächste Schicht Tortenboden hoch. Ich werde dir das mal hochmachen, dann kannst du das ganz mit dem Löffel wieder verstreichen, so wie die erste Schicht, ne? Brauchst keine Angst haben. Komm, Oma hilft auch ein bisschen. Du kannst ja da vorne machen. Oma macht hier. Ne? Und was backen wir denn hoch? Wieder schön die Bananenscheiben. Die Ehrenschuhe. Ne? Ist das soweit in Ordnung?
Die Torte kriegt am Ende noch einen Schokoladenrand, richtig? Ja. Und dann kann man damit die ganzen Unebenheiten so ein bisschen ausgleichen. Was backen wir jetzt so hoch? Schön. So, jetzt haben wir die zweite Lage hoch gemacht. Meine Enkeltochter, die verteilt hier wieder so ganz lieb den Schlagschaum, weil das ist ja Sprühsahne, wie gesagt, wie ihr das gesehen habt. Und ja, also wie gesagt, das muss nicht ganz so genau sein am Rand, weil was kriegt die Bananentorte noch? Ein Schokorand, richtig? Ja. So, was brauchen wir noch dazu? Den dritten Boden, ne? Ja. Hier ist noch etwas Pudding übrig. Die Frage war jetzt im Raum, soll der Abschluss mit dem gelben Pudding gemacht werden oder mit einem braunen Pudding? Man war sich einig, dass ich hier so ein bisschen Kakao reinmache, ohne Löffel natürlich, und dass dieser Kakao mit diesem Pudding verrührt wird. Und das ist dann der Abschluss für den Boden und für den Rand. Aber den Kakao, den haben wir wie gesagt hier untergerührt. Und das als letzte Schicht, wie gesagt, wird das verteilt, der Pudding. Und ich werde dann abschließend den Kranz noch rummachen, damit das einen schönen Abschluss gibt. Und dann können meine Enkelkinder ihrer Fantasie vollen Lauf lassen und die Torte oben dekorieren, wie sie es gerne möchten. Und Dann ist Pudding auf. so sieht am Ende unser gemeinsames Werk aus. Dieses wurde gestaltet von meinem Großen und meiner Püppi. Da steht oben für die Oma. Da habe ich mich ganz dolle gefreut. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Ich sage mal, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Spaß daran habt, dieses einmal selber für euch nachzumachen, es ist wirklich nicht schwer. Die Kinder freuen sich, wenn ihr welche habt, dort mitzubasteln. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und sage mal ganz lieb, Tschüssi, bis zum nächsten Mal.